Es ist der Tag der Schweiz. Wir feiern 750 Jahre Schweizerische Eidgenossenschaft. Bald. Bald schon. Und das ist, das geht um Wilhelm Tell und den Rütli Schwur und Gotthard und die Gotthard-Achse. Und schon bald im 17. wird der neue Basistunnel eröffnet, ein weiteres Kapitel in der gut 700-jährigen Geschichte der Schweiz. Und eine demokratische Föderalismuskultur seit 1291, heute über 26 Kantone. Wenn man das da weiter denkt und wenn man diese Berge da hinten auch so weiter sieht, jetzt von da unten sieht man es nicht, aber von oben sieht man es, dann sieht man eigentlich normalerweise eure Berge da oben in die Schweiz, aber die Vorhügellandschaft ist schon wunderbar gut erkennbar. Wir waren im Februar war das eingeladen in St. Moritz zu der Gourmetwoche, dass ein Event, glaube ich, weltweit kein Beispiel hat. Eine sensationelle, tolle Geschichte in einer Stadt, in einem Ort, in einem Traditionsort mit so viel Luxus, mit so viel Qualität, mit so viel auch Geschichte. Ich war das erste Mal wieder oben in einem Hotel, in dem ich vor 40 Jahren mal gearbeitet habe, im Carlton Hotel. Habe noch die alte Entenpresse gesehen und durfte sogar mit der arbeiten im Schweizer Hof. Das war grandios. Dort ist dann die Idee entstanden auch, weil wir die Einladung hatten vom Hotel Schweizer Hof, dort zu kochen während dieser Gourmetwoche. Wir haben gesagt, der 1. August, Schweizer Nationalfeiertag, anschließend könnten wir 6 Wochen Schweizer am Menü machen, Spezialitäten aus der Schweiz. Wie wäre das? Hättet ihr Lust, mal mit St. Moritz runterzukommen und vielleicht die Alpenbläser mitzunehmen? Das war eigentlich eine spontane Geschichte. Alle waren begeistert und der Anfang, möchte ich sagen, war schon nicht verkehrt. Ich freue mich außerordentlich und es ist für uns eine große Freude und Ehre, dass wir am Geburtstag unserer Heimat, also der Schweiz, heute bei Ihnen sein dürfen. Wenn ich so die 181 Meter vom Olympiaturm betrachte, dann könnte ich eigentlich ganz einfach sagen, wenn Sie diese Höhenmeter verzehnfachen wollen, dann sind Sie nämlich genau bei uns auf 1800 Meter in St. Moritz. Und da möchte ich noch anhängen, da gibt es natürlich unglaublich viele Gomio-Punkte, da gibt es Michelin-Sterne. Und ein Anlass, der ist jeweils Ende Januar, der wird zum 20. Mal durchgeführt, das ist das Gourmet-Festival. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir Sie wieder vermehrt in St. Moritz im inspirierenden Engadin begrüßen dürften. Liebe geht durch den Magen. Und in diesem Sinne, liebe Gäste des 181, werdend so schnell als wieder oder immer wieder Gäste von St. Moritz, wir freuen uns ganz riesig auf Sie. Ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen. So, man nach St. Moritz sieht, natürlich eben der schöne blaue Himmel, den wir heute früh hatten. St. Moritz ist und das Engadin ist eines der schönsten Hochtäler der Alpen und das zieht die Leute ins Engadin im Sommer. Bahnfahrten sind wir sehr bekannt, UNESCO, Weltkulturerbe, aber bei uns gibt es alle Möglichkeiten von Wandern, Klettern, Bergsteigen, über Segeln, Surfen, das zieht die Leute nach St. Moritz. Und dann natürlich ein sehr schönes Klima, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Es gibt Eglifilet in Paprikakruste, dann gibt es Kapuns mit Pfifferlinge und dann gibt es Zürichgeschnetzeltes, also wirklich eine von unseren Nationalgerichten und als Dessert gibt es Soufflé Grand Marnier. Ein 2011er Fondant Blanc d'Amour aus dem Wallis aus der Schweiz. Ein rebsortenreiner Chasselas, auf Deutsch gut edel. Auf Ginseng und irgendwie.